Hallo, herzlich willkommen bei mir hier auf dem Kanal und herzlich willkommen mal hier wieder zu einem weiteren Video hier bei mir auf der Holzer Map. Ja, in der letzten Zeit ist es ein bisschen ruhig geworden aus persönlichen Gründen, aber wir machen hier natürlich weiter, das versteht sich von alleine. Wir schauen uns mal um, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Jawohl, das muss natürlich jetzt sein, das versteht sich von alleine. So, dann schauen wir mal, wie weit waren wir denn? Das Fliegen machen wir mal aus. Gut, also auf der Wiese 35 haben wir jetzt die dritte Düngestufe. Hier vorne bei der kleinen Wiese haben wir die erste Düngestufe. Und hier haben wir auch die erste Düngestufe. Sorry. So, und ja, heute geht es darum, dass wir hier hochfahren zum Feld und werden dort mal pflügen, damit wir dann auch mal zur Aussaat kommen. Wir haben jetzt eine Bodentemperatur von 4 Grad. 5 Grad brauchen wir, um Weizen und Gerste anzusehen. Ja. Und dazu müssen wir jetzt mal langsam anfangen mit arbeiten. So. Zugpferd ist unser Johnny. 7810 und das Arbeitsgerät ist der Querneland AB85 mit einer Arbeitsbreite von 1,90 m. Der verlangt 92 PS, erfüllt unser Johnny locker. Wir haben fast das Doppelte, wir haben 178 PS oder 170 PS. Wir können gerne mal nochmal in die Garage schauen. Der Flug ist übrigens gemietet, versteht sich von alleine. Wir haben 175 PS. Ja. Also wir haben fast das Doppelte. Das sollte also dann kein Problem sein. Ich würde sagen, wir springen in den Johnny und dann geht das los. Jetzt machen wir erstmal die Tür zu. So. Hat braucht man nicht. Und Heckfenster können wir auflassen. Dann fahren wir mal hoch zum Feld. Ja, also, den Shader habe ich abgeschafft, aus folgendem Grund. Nach dem letzten Update von der Nvidia Grafikkarte bietet Nvidia das gleiche wie ein Shader, aber ohne Performance-Einbußen. So, da ja meine Grafikkarte nicht allzu stark ist, habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Den Tipp habe ich von meinem Sohn bekommen. Geiler Tipp. Also mit Rechner kennt er sich ja wirklich aus. Das ist ja enorm. Ja, ich bin zufrieden, wenn das Ding funktioniert. Wenn das Ding nicht mehr funktioniert, ja, dann schreie ich. Und zwar nach meinem Sohn. Der muss sich dann darum kümmern. Das ist hier im Hause so unser IT-Fachmann. So. So, das sollte hier unser Feld sein. Sind wir mal angekommen. So, können wir uns gleich mal positionieren. Und dann schauen wir uns mal das Ganze an. Und nimm dir mal unser YouTube-Messgerät zur Hilfe. So, wir haben die zweite Düngestufe. Pflanzenwachstum ist natürlich nichts, weil ist ja nichts drauf, ne? Wir haben eine Bodenfeuchtigkeit von 21% nach dem letzten Regen. Ist zwar noch relativ feucht, aber okay, wir werden das trotzdem machen. Ja, wir werden als erstes hinten anfangen, damit wir nachher, wenn wir dann hinten ankommen, oder hinten war auch eine Ausfahrt. Ja, dann können wir doch hier anfangen. Hinten war ja auch eine. Und wir werden hier ansetzen und werden dann nach oben fahren.
Wir werden das Ganze ohne GPS fahren, weil der Schlepper hat kein GPS. Und werden versuchen, dazu gerade wie möglich natürlich hinzukriegen. So. Hoppa. Loben wir immer gegen den Flug. So. So, das sollte auf jeden Fall okay sein. Hoffe ich doch. Ach, Tür können wir auch zumachen. So. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Vorwärtsgang rein. Und dann lassen wir laufen. Ja, zum Schluss fahren wir dann die Nord- und Südseite. Wenn wir jetzt auf dem Feld stehen, Nord-Südseite, sprich das Nachgewinde. Um nicht schon auf diesen gelockerten Boden, also wenn wir fliegen, lockern wir ja den Boden. Um nicht auf diesen gelockerten Boden spazieren zu fahren. Damit würden wir ja den Boden wieder verfestigen und damit ist uns ja dann auch nicht geholfen. So, dann lässt sich der Flug drehen. Ich selber habe noch nicht mit dem Flug gearbeitet. Nee, der lässt sich nicht drehen. Oder schon mal kurz die Fahrt an. Helfer, wir wollen jetzt nichts erstellen. Nee, der lässt sich nicht drehen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das heißt, wir nehmen hier die erste Furche. So. Und werden in dieser Furche langfahren. So, dann wollen wir mal schauen, wie das sich jetzt hier macht. Vorwärtsgang rein. Und ab geht er, dann geht er. Ich denke mal, wenn wir jetzt in diese Furche bleiben, sollten wir doch ein optimales Flugbild erreichen. Und setzen wir natürlich hier wieder in links in der Außenfurche an. Beziehungsweise
Weise könnte man auch probieren. Das haben wir gemacht. Auch wirklich nicht knapp hier lang fahren. Ja, nicht mal so schlecht aus. Also wirklich alles erwischen hier. Ja. Viel gibt es ja hier zu fliegen nicht zu sagen. Man, ihr werdet alle schon mal im hinten dran gehabt haben. Sag mal so, zu meiner Paradedisziplin gehört jetzt hier nur nicht. Da ist was stehen geblieben, eine Kleinigkeit. Aber okay, damit können wir dann immer leben. Dann nehmen wir das mal aus. Guck jetzt dann rein. Super. Hier werden wir wieder die erste Furche nehmen müssen, weil sonst kommen wir mit der Breite nicht hin. Jo, genau so machen wir das. Und auf geht's. Gut aus. So, mit dem Johnny arbeite ich ganz gerne, weil der hier sagt, doch ein relativ allen Motorsound hat und dementsprechend macht das natürlich auch dann gleich wieder mehr Spaß. Das bringt dann schon ein bisschen mehr Spaß mit sich. Vor allen Dingen, was ich hier wirklich richtig gut finde bei dem, ist, es lassen sich die Türen öffnen und ich spiele gerne mit Mods, wo ich die im realen Leben auch durch die Tür ein- und aussteige und nicht durch geschlossene Kabinen. Das ist ja meiner Meinung nach Mumpitz. Mumpitz, naja, okay, Mumpitz würde ich jetzt noch nicht. Aber immer, wir werden mal ein Stückchen weiter hinten ansetzen. So, hier ungefähr, sonst kann man nachher nicht hin mit dem Nachgehören. Ne? Wenn wir die Nord-Süd-Seite fahren. Und vorwärts bitte. Jawohl. Und ich sag mal so, hier für die Holzernet reicht dieser Schlepper völlig aus. Größer müssen wir nicht gehen, obwohl wenn wir dann noch Gülle ausbringen, naja, dann brauchen wir da schon ein bisschen was kräftiger. Sonst brauchen wir da gar nicht anfangen wollen. Wenn wir da ein vernünftiges Fass nehmen wollen. Oder ein Fass mit Gülle-Injektoren, ne? Sei es Ackerland oder sei es Grünland. Dafür reicht uns dann nachher der Johnny dann nicht mehr. Also das ist dann schon grenzwertig. Also beziehungsweise da kommt dann der Johnny auch schon an seine Grenzen.
So, wir nutzen jetzt hier wieder die Folge. Und auf geht's. Auch dafür. Na, das funktioniert doch wie ein Länderspiel. Wobei ich ja mit Fußball nicht allzu sehr viel am Kopf habe. Oder beziehungsweise man sagt ja am Hut hat, ab. Gehört man nicht gerade zu diesen Sportarten, wo ich besonders gern mache. Also ich muss es nicht gucken, ich muss es nicht spielen. Ja gut. Und demzufolge ist da auch mein Interesse an diesem Sport doch arg beschränkt. Ja, wie zu erwarten, ist, hat der Johnny hier mit dem Flug überhaupt keine Sorgen. Das macht der Johnny spielend. Vorwärts bitte. Und das war anhand der Leistungsdaten war das eigentlich relativ klar. Ich hatte ja zum Anfang dieses Let's Plays gesagt, wir werden uns die Maschinen bzw. Geräte, die wir hier brauchen für die Feldarbeit, werden wir durch Mieten uns beschaffen. Weil dauerhaft brauchen wir die nicht, dann haben wir wieder die Unterhaltskosten an der Backe und das braucht man nicht. Weil ja, wie gesagt, die Landwirtschaft hier eher für uns eine untergeordnete Rolle spielen wird, hier auf der Map. Und wir soweit es geht auf Mineral- und Kunstdünger verzichten. Nur bleiben uns da nicht allzu sehr viel Alternativen, das heißt, ab und zu werden wir auf diese Sachen zurückgreifen, aber wir werden, wie gesagt, nicht jedes Mal diese Düngermöglichkeiten nutzen. So Leute, so, hier vorne ist ein kleiner Streifen jetzt stehen geblieben, leider Gottes. War zu weit drin. Wir fahren mal noch die eine Bahn jetzt hier und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir gut gearbeitet haben, bis auf diese Stücken hier. Ja, des Weiteren plane ich noch ein Stream-Projekt. Und ja, mal gucken, ob ich rechtzeitig fertig werde. Dann sollte das eigentlich am Sonntag den ersten Stream gehen. Sonntagvormittag müssen wir mal gucken. Wenn ich nicht, dann halt nicht, aber ich werde es auch vom Kanal rechtzeitig bekannt geben. Ein bisschen habe ich noch zu tun. So. Tür auf und dann schauen wir uns die ganze Sache mal an.
Jo. Sieht ja soweit recht gut aus, bis auf ein paar Kleinigkeiten dort. Schauen wir mal, was das Menü sagt. So, Pflügen. Machen wir mal die Kalken aus. Gedüngt ist es auch. Na, das ist da. Hätte gar nicht gepflügt werden müssen, so wie es aussieht. Naja. Gut, aber ist zwar nicht rot, aber wir werden das auf jeden Fall noch pflügen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Jo, meine Lieben, für heute danke ich euch für Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann werden wir hier grubern und... Ja, grubern eigentlich erstmal. Das Kalken, das mache ich noch vorm Grubern. Hier düngt ist ja das Feld. Gucken wir mal, welche Düngestufe haben wir denn? Wir haben die zweite. Bei der Saatausbringung werden wir denn die dritte haben. Beziehungsweise werden wir die Saat ohne Dünger ausbringen und dann halt in der ersten Wachstumsphase dann halt nochmal düngen. So dass wir dann halt wirklich die dritte Düngestufe erreichen und da somit einen optimalen Ertrag rausbekommen. Ja, meine Lieben, wie gesagt, für heute sage ich doch jedenfalls danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Agrargamer. Ciao, ciao.